Oh. Eine Wahrsager. Ah, nein, das ist das Badehaus oder so. Tauch in dieser Kräuterquelle ein. Sie wird deine Energie wiederherstellen. Dankeschön. Ich brauche aber keine Lebensenergie. Er braucht. Ich bin ein richtiger Mann! Mit einem richtig geilen Hintern. Zeig mir mal deinen Bibliotheksausweis. Menschenskind, man sagt ja, im TV sieht man 5 Kilo schwerer aus. Aber in deinem Fall siehst du blond und einfach mal komplett anders aus. Unglaublich! Folge diesem Pfad, um zum Segmentland-Palast und der Bibliothek zu gelangen. Viel Glück! Oh, warte, eines noch. Du hast noch nicht dein Spiel gespeichert, seit du hier bist. Der Speicherraum ist direkt hinter dir. Nutze ihn, bevor du die Stadt verlässt, okay? Naja. Ja. Okay. Ich gehe mal für kleine Speicherkinder. Yay! Das klingt komisch. Ja, ich möchte speichern. Speichern abgeschlossen. Hui! So, kann ich jetzt raus? Bla 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 bla. Blond und bla. Die Vogelscheuchenfelder. Oh mein Gott. Hier gibt es Vogelscheuchen. Die werde ich verscheuchen. Also bin ich eine Vogelscheuchenscheuche. Monstermilch. Ja. Frag mich, wie das ausschaut. Naja, wie Milch. Von Monstern. Oh. This girl is on fire. Oh Mann. She won't be on fire. Oh, kann man den nicht nach oben schlagen? Nein, leider nicht. Ich hab das Gefühl, du musst einen Jump'n'Run machen. Nee, geht nicht. Was geht nicht? Ja, ein Jump'n'Run von ganz links, aber ich habe gerade so Stream gesehen und es war zu. Oh. Ja. Also, ich erhalte einen Hummerschwanz. Hab ich doch schon. Nein. Wie schaut sowas aus? Keine Ahnung. So wie Monstermilch. Ein Herztintenfisch. Ja, das 3 Stück. Juhu, mir fehlt immer noch einer. Pschu. Dann kannst du das schmieden. Dann kann ich mir endlich ein Erzteil machen lassen. Ein Herzcontainer im Grunde. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich für 6-Jährige sind. Weil irgendwie bis jetzt habe ich richtig viele Weiber, Frauen gesehen. Na, ich denke mal, in den USA ist es natürlich zensiert und alles. Nein, aber. Genau, das ist ja bei uns. Da ist sogar Pac-Man zensiert, also bitte. Pac-Man ist da nicht zensiert. Weil in Pac-Man. Ja, die zensieren aber fast alles. Nee, die zensieren nur sexuelle Sachen. Bei uns wird Gewalt zensiert. Dort, Freizügigkeit. Oh, noch so ein Ding. Oh mein Gott, nee, geh nach links, 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 links hoch. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich da schon rankomme. Mir egal, du versuchst es. Ja, vielleicht muss man dafür erst was anderes haben. Aber ich merke mir, der ist dort. Okay. Oh, wieder ein Speicherpunkt. Gleich kommt ein Boss. Ein Speicherpunkt sagt nämlich immer, gleich kommt ein Boss. Oder gleich kommt ein anderes Gebiet, das kann auch sein. Oder Dialog. Oder sowas. Und dann ein Dialog und dann ein Boss, oh mein Gott. Tod und Verderben. Aua. Pschu. Wee, wee. Wee. Okay, hopp! Da! Ich sollte mal aufpassen hier. Oh. Pschu! Ah! Ich verliere hier immer mehr Lebensenergie, obwohl ich durch die einfach mal durchrennen könnte, wenn ich wollte. Mache ich aber nicht. Ah, da ist Lebensenergie. Wenigstens eins. Du erhältst Piratenfackel. Okay, da kann ich nicht runter. Sollte ich lieber nicht, glaube ich.
Oh, da ist schon wieder so ein Ding. Ich will da ran. Okay, den merken wir uns auch. Im Nova-Wald. So ein Jetpack oder so. Ja. Nein, nicht ein Jetpack vielleicht, sondern eher Jetpack-Magie. Eine Pistole bei Cave Story. Welches du auch bloß durch mich kennst. Ja, danke dir. Gern geschehen. Das Lustige ist, ja, für alle, die das jetzt gerade mit anhören, Cave Story ist ein Spiel, das habe ich auch, da habe ich einen Steam-Code in einem meiner Videos versteckt, und zwar zu Super Smash Bros. Für ein 3DS. Und das hat vom Hochladedatum bis zu dem, bis vor ein paar Tagen niemand gefunden. Also habe ich es jetzt verschenkt. Ja. An mir. An mich. An mich. Sorry. Nein, du musst dich dafür nicht entschuldigen. Ja, das, ich habe das, so, hab das nur so im Kopf, weil meine Mitbewohnerin sagt mir, ich soll sie verbessern. In ihrer Grammatik. Marbolo, was machst du hier? Übertreib's noch mehr. Jeder in Scuttletown denkt, dass ich ein Versager bin. Ich, einschließlich mir. Und daher nehme ich Gelegenheitsjobs im Palast an. Zäune streichen, Schlösser einbauen und so weiter. Schlösser einbauen. In Türen oder Schlösser in... Ja. Egal, weiter. Also große Schlösser. und jetzt bist du Babysitter? Oh, die untoten Kinder. Oh, ja. Oh, die untoten Kinder. Nö, die sind nur hier, um am Fett zu kauen. Was? An wessen? An seinem? Er hat auch gar keins. Er ist schlank. An meinem. Ich kann nicht flüchten. Hast du ein paar Fleischlutscher? Die wollen an seinen Fleischlutscher. Ich brauche 3 Stück. Bring mir 3 von denen und hau so und so viel Gegner kaputt. Das typische MMO. Du kannst sie in den Wasserkanälen unter dem Palast finden. Ich will aber gar nicht. Ich will einfach nur in den Palast. Was ist mit dem? Hi! Och, das erinnert mich an ein Rätsel. Der Typ erinnert mich an ein Rätsel. Rätsel? Was? Was ist los, mein Herr? Oh, beachte mich nicht. Ich bin bloß verwirrt, weil mir etwas sehr Wichtiges in den Abfluss gefallen ist. Ach, ganz zufällig. Und was ist das? Weißt du, ich verkaufe Reisebroschüren. Die haben damit überhaupt nichts zu tun. Ah, das ist aber ein sehr interessanter Beruf. Genau wie meins. Sie müssen viele aufregende Dinge auf ihren Reisen gesehen haben, stimmt's? Wollen Sie mal was anderes Aufregendes sehen? Reisen? Reisen? Ich habe mein ganzes Leben lang hier vor dem Palast gelebt. Aber ich dachte, sie sagten, die Arroganz deiner Generation macht mich krank. Ich bin kein reisender Broschürenverkäufer. Nein, ich verkaufe Reisebroschüren. Und ich habe meine allerletzte Reisebroschüre in diesen Abfluss fallen gelassen. Ekelhaft. Tja. Mist. Achso, meine Reisebroschüre ist wahrscheinlich feucht und eklig. Ich kenne da noch was. Das ist nein. Oh Mann. Oh mein Gott. Und ich wette, das ist so ein Herz vom Tee. Lärmgetöse. Squid Baron, wir haben uns lange nicht gesehen. Was ist los? Ach, du weißt schon. Postboss-Syndrom. Postboss-Syndrom. Der war wohl mal ein Boss in einem anderen Shantae-Teil. Jetzt, wo du auf einen neuen Abenteuer bist, merke ich, dass ich dazu bestimmt bin, so eine Art unwichtiger Zwischenboss zu werden. Oh, ich verstehe nicht ganz. Weißt du, ich war beim letzten Mal ein wichtiger Gegner, aber dieses Mal
Ich denke, wir müssen einfach noch einmal kämpfen, um die Sache abzurunden. Die Sache? Das verstehst du nicht. Ich muss hier weg, irgendwo hin, wo es warm ist. Es ist wohl Zeit für einen Urlaub. Squid Baron, einmal die Perspektive zu wechseln, könnte dir gut tun. Hä? Damit hast du vielleicht recht. Ich hatte bisher immer eine relativ flache Sicht auf die Welt. Immer nur dieselben vier Wände, verstehst du? Monotone Hochspannungsmusik. Ich könnte einen 10-Wechsel vertragen. So ist es richtig. Wenn dir ein guter Urlaubsort einfällt, sag mir bitte Bescheid. Boah, Reisebroschüre. In der Zwischenzeit gehe ich in die Ecke heulen. In eine Ecke heulen. Oh. Armer Kerl. Aber so, alles kann so, armer Kerl. Egal, machen wir weiter. Die königlichen Abwasserkanäle. Da kann man königliche sehen. Ja. Königlichen Abfall. Das heißt Gold, Geld, Diamant. Oh, du hältst einen Fleischlutscher. Du hältst einen Fleischlutscher. Du erhältst einen Nichts. Wow. Du erhältst einen Nichts. Mann. Blub, blub. Du erhältst einen Fleischlutscher. Yay! Nein, Fleischlutscher! Fleischlutscher! Oh, hier geht's rein. Vielleicht finde ich ja hier auch wieder irgendwo ein Herzteil. Geheimgang. Ja, oder einen Geheimgang. Ein Geheimeingang. Oh! Ein kleines Hintertürchen. Oh Mann. Noch ein Fleischlutscher. Ah! Nochmal da hoch. Hep und hep. Okay, hier ist nichts weiter. Kann man die Dinger ab? Nein. Gut. Oh. Aua. Böse Maus. Böses Mäuschen. Ja. Du hast einen Herztintenfisch gefunden. Du kannst da, jetzt da, da, da. Ich kann jetzt endlich einen neuen Herzcontainer mir holen. Schmieden. Schmieden lassen. Was ist da drüben? Ah! Ah! Da komme ich noch nicht rüber. Aber ich merke es mir mal. Oh, da komme ich auch noch nicht hin. Ja, wie blöd. Ja, das ist so typisch bei einem Metroidvania. Und hab. So. Okay, das war's jetzt auch damit erstmal. Oder? Bring den Lutscher an! Die Lutscher! Bring dem Lutscher ein paar Lutscher! Nein, nicht diese Jungs! Was? Lutscher wird ja gerne als Beleidigung benutzt. Mhm, genau. Naja, deswegen, diesem Lutscher, da bringe ich ein paar Lutscher. Ja. Hast du welche für mich gefunden? Super, ja, die sollten funktionieren! Ganz nebenbei, wenn du zum Palast zurückkehrst, kannst du diesen Schlüssel für das königliche Tor für mich zurückgeben. Irgendein Idiot muss ihn verloren haben. Ah, widerlich. Dieser Schlüssel wurde zu den Akten. Widerlich, er ist voller Bissspuren. Ja, ich knabber gern. Wenn ich nervös bin. Ja. Ja, ich habe ihn vor einer Stunde in meinem Mund gefunden, da nimm. Oh, da ist ja ein Schlüssel drin. So, wir können auch mal hier runtergehen. Nee, können wir? Geht nicht. Oh, es geht nicht, ich komme da nicht runter. Okay. Dann erstmal rein in den Palast. Rein in die gute Stube. Oh, kann es sein? Du hast den Schlüssel für das königliche Tor. Könntest du ihn mir bitte durchreichen? Nö. Du gibst Torschlüssel. Ah, welche Freude. Jetzt kann ich hier aufschließen. Hier aufmachen. Dies hier befestigen. Und, na also. Der Sequinland Palast ist wieder für Besucher geöffnet. Bitte komm herein. Alle klar.
Tju. Was sagt der hier? Willkommen im Sequinland-Palast. Okay.